Ja, ich denke, das wichtigste Argument überhaupt, das ist aus meiner Sicht die hohe Bedeutung der pauschalodierten Unterstützungskasse angesichts der betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Wir haben schon mal darüber gesprochen heute, Rahmenbedingungen, einmal die schwierige Bankenlandschaft, EBA, Europäische Bankenaufsicht, warnt vor einer Kreditklemme, IWF, Internationaler Währungsfonds, warnt vor einer Kreditklemme, andere Institute sagen stürmische Zeiten am Kreditmarkt voraus. Also das ist ganz wichtig, dass man sich einfach hier um alternative Finanzierungen, um alternative Mittelherkunft oder natürlich auch das Thema Steuer und damit Vermeidung von Mittelabflüssen kümmert. Ich glaube, das ist ganz ohne Frage. Das gehört in ein Finanzierungssystem von Unternehmen einfach dazu. Die Pauschallotierte hat hier als langfristige Sockel- und Basisfinanzierung aus meiner Sicht ein ganz deutliches Gewicht, so wie es vielleicht früher auch immer war bei den arbeitgeberfinanzierten Systemen, noch mit deutlich höheren Steuersätzen. Jetzt haben wir den Vorteil durch die Entgeltumwandlung, es kommt viel mehr Liquidität rein, nicht bloß 60% Steuersatz, wie wir früher gehabt haben, sondern 100% Liquidität schon mal aus der Umwandlung, und Steuereffekte ergeben sich häufig noch zusätzlich. Die zweite Bedeutung ist in dem Thema Arbeitsplatz. Jedes Unternehmen muss um Arbeitskräfte kämpfen, muss sich um Arbeitskräfte bemühen. Nicht nur die vorhandenen zu halten, sondern einfach so attraktiv zu sein, neue zu bekommen. Und Attraktivität ist eine Form der Vergütung, neben vielen anderen Soft Skills im Unternehmen. Und Vergütung ist auch eine Frage der Wertschätzung. Es ist nicht bloß der Barlohn, sondern auch Sachlohn oder Alternativlohnvergütungen, wie zum Beispiel eine Versorgung, die als sehr hoch geschätzt wird. Beides kann die pauschalodierte Unterstützungskasse ideal liefern und darum glaube ich, dass dieses Instrument immer wichtiger werden wird. Es kommt noch dazu, dass das ganze Thema Lebensversicherung von vielen immer kritischer gesehen wird, immer als negativer verstanden wird. Viele kritische Zeitungsberichte, viele verschiedene Tests, die hier negative Renditen, die hier lange Verlustperioden und so weiter voraussagen, die das Ganze auch für den Arbeitgeber nicht gerade als unkritisch sehen, die spielen noch in das Thema herein. Aber aus Unternehmersicht, wenn ich mir die verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten anschaue, die individuellen Stellschrauben, die ich maßgeschneidert für jedes Unternehmen stellen und drehen kann, je nachdem, wie meine Altersstruktur ist, je nachdem, in welcher Branche ist, je nachdem, welche Mitarbeiter zum Halten wichtiger sind, die jungen 25 bis 35 oder 40-Jährigen oder eben auch die Erfahrung der Älteren mit 55 noch mitzunehmen, kann ich hier an verschiedenen Schrauben, an verschiedenen Zuschussschrauben drehen, kann an Zinssätzen drehen, kann gesteigerte Zulagen machen, je nachdem, wie alt der Mitarbeiter ist und kann hier individuell was machen. Und ich glaube, wenn diese Stellschrauben von immer mehr Unternehmern verstanden wird, die großen Unternehmer verstehen es in dem Bereich wirklich mehr und schon lange, aber gerade im Mittelstand auch von viel mehr Unternehmen erkannt wird, was machen wird, wird die Bedeutung noch viel weiter steigen und die Bedeutung Unternehmen als wirklich qualifiziertes, individuelles Instrument wird aus meiner Sicht weiter zunehmen, immer wichtiger werden. Das zeigen die Nachfragen, die wir ja die letzten Monate haben, eigentlich jedes Monat fast mit steigender Tendenz. Das zeigt sich sehr stark und zunehmend.